Klettergerät angesägt. Auf einem Spielplatz im hessischen Wald Michelbach haben Unbekannte zwei der vier Tragbalken eines Klettergeräts angesägt. Das ist ein Schaden von etwa 1000 Euro entstanden, was aber noch nicht das Schlimmste bei der ganzen Geschichte ist, sondern bei einer etwas höheren Belastung wäre es durchaus möglich gewesen, dass diese Konstruktion zusammenbricht und sich dann möglicherweise spielende Kinder daran verletzen. Die Balken sind mittlerweile gesichert. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.